Hallo? Ja, renn du depperer Hund, du! Wir sind da jetzt gerade in San Diego. Wunderschöne Stadt, an und für sich. Auch vollgestopft mit Nerds. Auch vollgestopft mit irgendwelchen Deppen, die bei der Comic-Con sind. So, die nimmst du jetzt auf, jetzt zwei? Hast du die zwei? Hast du jetzt zwei Nerds? Ja, ich hab schon. Also darf ich jetzt wahrscheinlich nicht rauffahren. Du musst jetzt links runterfahren, ich bin gerade auf. Warte mal kurz, so schwenk auf dem Alpen für die Regina, damit sie vielleicht ein bisschen aufregen. Ja. Und deswegen gibt es da keinen scheiß Parkplatz. Ich will echt nur was essen gehen. Und zum Mittag, also heute zum Mittag war das eigentlich auch so. Ja, wir wollten hier jetzt Mittag schon reinfahren und uns das Gaslamp-Viertel da anschauen. Geht nicht. Weil voller Vollidioten, die irgendwelche Comic-Messen anschauen, so als Superman verkleidet. Und vorher sind sie uns gerade in den Zebrastreifen geredet. Ja, irgendwie ist da Ampel ausgefallen und. Ja, Freunde, ihr kennt das nicht, aber ja. Irgendwie ist da vorher eine Ampel ausgefallen und wir sind da mitten auf der Kreuzung gestanden. Weil irgendwelche Leute kommen in Kostümen, ja, unbedingt in die Straßen laufen. Richtig. Da darf ich da rein. Ja, da darf ich rechts auffahren. Super, da haben wir jetzt so einen Gangster-Rapper, die da herumschlendern mitten auf der Straße. Oh ja. Oh ja. Zwei Super-Nerds. Die uns sogar so in den Finger gezeigt haben. Richtig. Zwei Super-Nerds da in San Diego. Also das werde ich in der Stadt nicht vermissen. Wir waren... Scheiße, Einfahrt. Der Albert vom Parkplatz zu. Und wir sind schon wieder beim NBC-Gebäude, wenn es das 16 ist, ganz vorne da gerade hier. Gestern haben wir uns im Kino Agile True angeschaut, was ziemlich cool war. Aber ich glaube, du musst lauter reden, damit man es dann auch wirklich hört. Ja, ich kann nicht lauter. Das ist nicht so. Es ist, mein Hals kommt auf der anderen Seite wieder vom Hals. Das ist ganz komisch, war was beidseitig und was einseitig ist, wird das wieder einseitig. Und okay. Warum kommt dein Hals? Weil ich mich aufregt. Aber nein, es ist kein Parkplatz. Es gibt so nicht, dass da in der fucking City da keinen Parkplatz gibt. Wir suchen da jetzt wahrscheinlich schon 20 Minuten oder so. Und das Orge ist, es ist Sonntag. Es ist Sonntag, ja. Wo und eigentlich? Nerd-Convention. Aber es ist halt die scheiß Nerd-Convention. Okay, die Moni wird jetzt da narrisch. Da ist jetzt gerade ein Viecher auf der Straßenbahn davor. Und vorher, ich habe mir geglaubt, wir haben einen Parkplatz gefunden und dann hat der Albert ein bisschen genauer geschaut und dann hat er gesehen, es war leider nur ein Loading. Richtig, was steht da? Disabled. So, das sind lauter Nerds da auf der Seite. Lauter Comic-Typen, Freaks, den ich eh keiner ernst nimmt. Alle 30 Jahre alt, wohnen nur bei der Mama. Spielen Computer den ganzen Tag. Spielen den ganzen Tag irgendwelche Computerspiele. Wo man dafür zahlen muss, auch übers Internet. Ja. Und da blockieren sie die Parkplätze. Mit dem Auto vom Papa oder so. Vielleicht solltest du aufpassen, wenn du das postest, falls du irgendwie vielleicht das anschauen, wie laut das machen. Ah, scheiße, was steht da? 30 Minutes? Steht da 30 Minutes irgendwas? Ja, von 6, von 8 bis 6 sollte Minutes. 8 bis 6? Mhm. Ist es 7. So, wir packen da jetzt ein. In der Hoffnung keinen Ding zu bekommen, Strafzettel, weil der kostet, wie wir gesehen haben, bei einem anderen $150. Aber ich verrechne das dann der Nerds Convention. Ich stimme daher. Dann schauen wir, ob man da zahlen muss und haben da auf die Sicherheit dann noch was ein, falls man zahlen muss. Oder falls wir nicht sicher sind. Wir haben nämlich heute waren nämlich heute im Strand am Nachmittag und haben da zur Sicherheit was reingehauen, weil wir uns nicht sicher waren, ob Holidays sind. Albert, magst du da noch so einen Schwenk? Ein Schwenk auf die Moni, die haben wir jetzt noch gar nicht gesehen. Ja, wunderbar, die Moni hat einen Sonnenbrand genau durch. Der Albert hat überall einen Sonnenbrand und besonders auf die Füße und das Gespür ist die total, ja. Moni hat heute ein Kleid an. Wunderbar, nicht ein Trottel, ich frag's nicht. Ja, wir gehen jetzt mal was essen, glaube ich, oder? Ja, passt.